Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid, wenn ich euch zeige, vom Pasteurisieren bis zum Einlaben. Zuerst läuft die Milch ins Vorlaufgefäß. Von dort her geht sie über den Wärmetauscher, wird die Milch pasteurisiert auf 74 Grad, 15 Sekunden lang. Nachher läuft sie ins Kessi mit 33 Grad. Dort geben wir Kulturen dazugeben und eine Stunde lang die Milch so bebrüten. Wenn die Stunde um ist, geben wir das Lab dazu, das Biorin extra, ein Geissenlab, und rühren 2-3 Minuten rühren und nachher stellen wir die Milch.